Jubelnde Preußen auf der Bielefelder Alm. Die Münsteraner Spieler bedanken sich bei ihren mitgereisten Fans. Die Alm steht Kopf und viele der knapp 18.000 Zuschauer können es nicht fassen. Eine völlig konfuse und in Weiß gekleidete Arminia verliert verdientermaßen gegen Preußen Münster. Der Anfang vom Ende bereits in der 9. Minute. WDR-Hörfunkreporter Jörg Zilius sah das erste Tor der Preußen folgendermaßen. In der 9. Minute. Fleige hatte sich durchgesetzt, war Konerding auf und davon gegangen seinem direkten Gegenspieler. Und dann Kneipp mit wunderbarem Reflex mit dem Fuß im Stil eines Handballtorwarts. Aber das half nichts, weil Koop aufgepasst hatte und der hatte aus 10 Metern dann keine große Mühe. Ein betretener Trainer der Arminen, Ernst Mittendorf, verzieht das Gesicht. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel nimmt er die Schuld auf sich. Ja, ich denke mal, wenn Sie jetzt auf die Qualität eines Trainers ausgehen wollen und wollen halt eben jetzt hier sagen, dass es also das Spiel, dass ich das verloren habe, nehme ich das gerne auf meine Kappe. Wir können uns darauf einigen und können das also so hinnehmen, okay. Auf die Kappe des Münsteraners Knauer geht dieses Foul. Vollzogen im Strafraum Folge 11 Meter. Geht den Arminen nun ein Licht auf? Die Fans hoffen auf ein Wunder und entzünden entsprechende Kerzen. Aber was hilft der Aberglaube, wenn die Nerven versagen? Andreas Ridder tut das, was er schon im Spiel gegen Siegen tat. Er verschießt. Halbzeit, Zeit für ein Würstchen und Zeit für Spekulationen. Gipfel, Mützen, Fahnenhüte, Schalzier. Hallo Fußballfreunde, einmalig, meine Damen und Herren. Was sagen Sie denn, wie wird's ausgehen heute Abend? Tja, ich schätze, dass das zum Unentschieden kommt. 1:1, die Anzeigentafel als Orakel für die Wende, Fehlanzeige. Eine unübersichtliche Situation und Münster führt 2:0. Arminias Abwehr so desolat wie die defekte Trefferanzeige. Glückseligkeit bei den Preußenfans, aber mehr noch, ihre Freude erfährt gar eine Steigerung. Denn die Spieler aus Münster zeigen es den Arminen, wie moderner Fußball aus der Abwehr heraus gespielt wird. Steilpass, dann die genaue Flanke, Flugkopfball, Tor. So einfach ist das. Wird nun Münster Meister in der Oberliga Westfalen nach diesem klaren Sieg über Bielefeld, Trainer Helmut Horsch. Ich weiß genau, dass Bielefeld immer noch einen Punkt vorhat und dass wir immerhin noch 10 schwere Spiele haben. Natürlich bin ich mir um die Brisanz dieses Spiels bewusst gewesen und ich glaube, wenn wir verloren hätten, dann hätte man sagen können, der Ofen ist aus. 85. Minute und der Ehrentreffer für Arminia. Die Zuschauer registrieren den Treffer, die große Freude bleibt jedoch aus. Fazit: Bei Münster stimmt die Serie 19:1 Punkte in Folge. Bei Arminia stimmt immerhin die Kasse. Rund 150.000 Mark brachten die Zuschauer auf die Alm. Ja, Sepp Herberger hat eben doch recht. Jedes Spiel ist anders und der Ball